Hallo und herzlich willkommen zur 231. Folge von Project Unstable 6. Hallo, das letzte Mal haben wir ja wunderschön angefangen mit dem Black Hole Controller ein bisschen rum zu experimentieren und die anders anzuordnen. Und ich habe das jetzt nochmal ein bisschen weitergemacht, also ich habe praktisch schon mal hier hinten das fertig gemacht, dass wir hier hinten praktisch die ganzen Segmente soweit haben, immer diese 6er Segmente. Das funktioniert schon mal ganz gut. Was ich jetzt noch machen muss im Endeffekt oder machen will, ist halt im Endeffekt, ihr seht, ich habe noch die zwei Black Hole Tanks. Wir werden heute mal dafür sorgen, dass wir uns Petrothium, natürlich, dass wir die Sachen theoretisch flüssig machen können. Dass wir praktisch eine Art Autocrafting dafür aufsetzen können. Und mir fällt jetzt gerade auf, dass ich dafür das Zeug doof angeordnet habe. Moment. Ich mache einmal das Ding mal hier in die Wand rein. Kurz. Weil ich nämlich hier nochmal den Platz auf jeden Fall brauche. Moment. Machen wir es erstmal direkt ganz in die Wand rein. Ja, machen wir. So. Machen wir mal ganz kurz so. Und dann brauche ich noch mal ein paar Storage-Bus. Wunderbar. Ich brauche noch mal ein paar. Und wir tun die mal um einen nach drüben versetzen. Beziehungsweise, Moment, ich brauche, was habe ich gesagt? 4, ne? Ah, 4 ist eine doofe Zahl. Niemand mag 4. Weil ich dachte jetzt, vielleicht kriege ich die hier mit hin, aber das Problem ist, es sind 3 und dann noch eine rüber. Es ist ein... Okay, wir machen mal. Das Deutsch passt mal kurz. Zack, zack, zack. Ne? Und dann sorgen wir erstmal dafür, dass wir es irgendwie schöner anordnen. Die Lava möchte ich eigentlich erstmal hier lassen. Dann machen wir mal das nochmal nach hier oben. Das umpartitionieren. Und dann tun wir die beiden mal hier drüben packen. So. Einmal partitionieren bitte. Auch wenn ich nicht glaube, dass es unbedingt was bringt, aber falls es leer geht, hoffe ich einfach, dass es dann richtig arbeitet. Und es alles richtig macht. So. Okay. Achso, hatte ich das gesagt, dass ich, oder hatten wir das letzte Folge noch gemacht, dass wir das Oxygen und Hydrogen gemacht haben? Ich habe keine Ahnung mehr. Nun gut, wird schon passen. Habe ich denn noch, wie viel Black Hole Dreams habe ich noch? Eine. Okay, dann machen wir nochmal eine. Nein. Warte. So. Eine Black Hole Unit mehr. Oh, theoretisch 2. Wir machen 2 und ich setze das Zeug mal mit hier rüber. Warum werdet ihr dann gleich sehen? Ja, das ist eine gute Idee, dass ich das gleich mache. So, Black Hole Units. Ups, noch meine. Und dann sorgen wir erstmal dafür, dass wir das hier kurz entpartitionieren. Und dann muss ich jetzt natürlich darauf achten, dass hier keine andere Flüssigkeit reinkommt, weil ansonsten haben wir hier ein Problem. Das heißt, die müssen wir alle schon mal vorkonfigurieren. Das heißt, ich brauche mal von allem einen Eimer. Nicht Clauston. Ich habe Cryothium, ich habe das, ich brauche Pyrothium noch und dann theoretisch Aerothium, Petrothium noch. Aber das kann ich jetzt erstmal nicht machen. Machen wir jetzt erstmal die 3 Dinger und das andere mache ich dann später. Jetzt habe ich wieder das Falsche genommen, ne? Bucket. Pyrothium. So. Okay. Da. Zack, zack, zack. Zack. Ups. Ich habe aus Versehen was Falsches anstatt der Milch gesetzt. So. Okay. Hatte ich die partitioniert alle? Die habe ich partitioniert und die hoffentlich auch. Ja. Okay. Gut. Da war einmal Milch und aus Versehen dazwischen. So, also zack, zack und zack. So, einmal kurz aufmachen, dass ich die Farben sehe. So, wunderbar. So, wie gesagt, da kommt noch eine Sache dazu und das ist dann Petrothium. So. Okay, dann machen wir mal das und das und. Ups, nein. Das und dann das. So.
Okay. Dann partitioniere ich die noch einmal. Eins. Achso. Vorne. Zwei. Und drei. Wunderbar. Wie gesagt, Petro, den machen wir dann später. Und den letzten, mal gucken, ob wir diese Folge noch schaffen. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall das. Das heißt, wir sehen diese Flüssigkeiten schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Ich brauche leider dann natürlich einen Tank in irgendeiner Form, zum Beispiel, um das Aerothium dann wieder in Buckets zu füllen und so weiter, was mich jetzt schon wieder extrem ankotzt. Aber na gut. Ändern kann ich es nicht. Also vielleicht mache ich es doch mit Fluid Transposer am Ende. Okay, ups. Weil das eigentlich Verschwendung wäre. Weil die müsste ich voll halten. Ah, mit Tanks muss ich auch voll halten. Na, mal gucken. Brauchen wir keinen Strom. So. Okay. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal einen Magma Crucible. Magma. So, und zwar nehme ich mal gleich Signalum. Und das Ding wird im Endeffekt unser Aufschmelzsystem werden. Das heißt, wir werden dafür sorgen, dass wir praktisch einmal abfragen, was ist der Zustand von unserem System, wie viel Flüssigkeiten haben wir. Haben wir zu wenig, dann tun wir automatisch das Zeug aufschmelzen. Das ist jedenfalls der Plan. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wo ich das hinmachen möchte. Milch habe ich hier drüber definiert. Wir könnten hier theoretisch sogar noch so weit gehen, dass wir sagen, anstatt dass wir neben Milch noch andere Sachen haben und natürlich dann andere Sachen einfach anders rausnehmen. Aber wir können das Interface auch natürlich als Input nehmen. Das Problem ist, ich muss... Na gut, ich kann den Export sogar woanders machen. Ich kann das alles hier... Achso, aber ich habe hier keinen Strom. Ha, Moment, das Ding ist ja ohne Strom. Ha, ha, ha. Moment, wir bauen es oben hin. Ich habe vergessen, dass ich ja an dem ME, an der ME-Seite keinen Zugriff auf Strom habe. Dann machen wir das hier hin. Natürlich. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, das hier zu nutzen. Wunderbar. Ah, ist das schön. So. Und zwar haben wir hier im Endeffekt die beiden Kabel. Wir haben einmal Strom, den wir theoretisch auf Signalum upgraden könnten mal. Das können wir mal gleich machen. Damit wir dann den Strom haben für den Magma Crucible. Von der Menge des Stroms her. Und theoretisch, das Ding brauche ich auch alles nicht mehr. Das kann eigentlich komplett weg hier. Das. Ja, wir machen das definitiv zu einer... Ja, weil sonst unten ja auch die... ne, wie heißen sie? Die Alloy-Smelter leiten ja auch drunter, dass das hier nur... hardend ist und kein Signalum. Warum habe ich das nie gemacht? Das ist echt eine gute Frage. So, achso. Hier weg. So. Und dann mal einmal gucken, dass ich hier vielleicht reinkomme irgendwo. Nö, natürlich nicht. Moment. Ich kann mir doch einen Magnet machen. Es gibt doch den Elektromagneten von Ender.io. Zack. Komm zu Papa. Mm, schön. Zack. So, und dann einmal hier hin. Wo hat er das jetzt hingesetzt? Da. Gut. Okay, dann haben wir jetzt erstmal das auf Signalum. Dann gehe ich mal runter, schließe unten noch das Signalum fertig an. Dass wir bis nach hier unten gehen. Das Ding hier unten ist auch nur ein MV-Capacitor. Was habe ich denn hier gemacht? Wollte ich es nicht upgraden? Wahrscheinlich wollte ich es nicht upgraden. So, im Endeffekt ist es Seiten und oben. Okay. Gut. Warum habe ich auch noch einen LV? Achso, den habe ich oben abgebaut. Stimmt. So, HV-Capacitor. Dann. So. Meine Stimme verlässt mich gerade. Hilfe. Da hat meine Stimme gerade beschlossen, wegzugehen. Hat wahrscheinlich Kaffee oder irgend sowas geholt. Ich habe keine Ahnung. Hilfe. So, ich habe jetzt nochmal was getrunken. Vielleicht hilft das. So, okay. Was ich eigentlich machen wollte, und zwar den Magma Crucible müssen wir anschließen. Der braucht im Endeffekt einen ME-Zugriff, er braucht einen Stromzugriff und das ist alles. Und wir haben hier, wenn ich mir recht entsinne, haben wir schon Strom. Genau. Das heißt, wir könnten den im Endeffekt hier einfach hinsetzen und er würde funktionieren. Zack. Das heißt, zack. Und wir könnten dann jetzt sagen, dass wir beispielsweise von der Seite Items importieren wollen. Flüssigkeit exportieren wollen. Und von oben Items importieren wollen, was wir dann über einfach eine Enderlink-Chest machen.
Und das heißt, alles, was in die Enderling-Chest kommt am Ende, werden wir benutzen, um es aufzuschmelzen. Das heißt praktisch, wann immer wir Flüssigkeit brauchen, schmeißen wir es in diese eine Enderling-Chest rein und alles ist gut. Es wird praktisch von Magma Crucible dann aufgenommen und geschmolzen. Und das Ding würde ich dann auch gleich so bauen, dass es skalierbar ist. Das heißt, ich würde es sogar noch mal einen Block zur Seite machen, wenn ich das gerade richtig sehe. Komm her. Willst nicht? Doch, du willst. So. Dann können wir nämlich einfach praktisch hier auf der einen Seite Conduits machen und auf der anderen Seite nochmal Conduits für den Item-Transport. Das heißt, wir machen einfach oben die Chest hin und haben dann hier unten ein paar Conduits, die praktisch einmal Items hier in den Magma Crucible packen und dann Flüssigkeit ins ME-System packen. So, das heißt, ich muss jetzt mal kurz gucken. Channel habe ich noch. 6 von 8, wunderbar. Ich brauche einmal ein Interface. Und zwar das da, wunderbar. Machen wir gleich das große. Warum nicht? Machen wir es unten? Machen wir es unten. Machen wir es erstmal unten. Okay, so. Beziehungsweise, nee, wir machen das kleine, weil ich es schön machen will später mal. Zack. So, beziehungsweise, wir machen das große. Ich mache das einfach ein bisschen anders. Aha. Wir machen das einfach so, dass wir praktisch hier oben in der Decke das Interface haben. Gut ist. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich hier Fassaden davor mache, ist es doof, wenn ich das Interface durch die Wand sehe. Das würde sich nicht unbedingt lohnen, glaube ich. Das sähe dann doof aus. Magma Crucible sind okay. So, und wie gesagt, wir machen das Ding auch wieder skalierbar, dass wir alles theoretisch upgraden können hiervon. Und alles, was ich dafür brauche, sind ein paar Conduits. Ein paar Enhanced Conduits. Und noch ein paar Ender Fluid. Sowie Item. So. Ender Fluid, einmal hier lang. Einmal Item, einmal hier lang. Und dann brauche ich theoretisch noch einmal Energie hier lang, dass ich dann einfach sagen kann, okay, ich möchte jetzt gerne nochmal anderes Zeug mit anschließen. Also praktisch mehr Magma Crucible. Einfach nur, dass das aufschnell... Reden. Schwierig. Dass das Aufschmelzen schneller funktioniert. Natürlich muss ich jetzt irgendwo noch die Chest unterkriegen, was ich jetzt wieder vergessen habe. Reichen 3 Magma Crucible? Eigentlich sollten die reichen, ne? Können wir 3 Sachen parallel machen, ist okay. Ender Link Chest. Machen wir einmal diesen da. Flup. Wir machen mal mit Rot. Und Orange ist doof. Machen wir es hier an. Das ist eine schöne Farbkombination, die ich wahrscheinlich nie wieder verwenden werde. Diamond. So. Rot, Rot. Cyan. Diamant. So, und dann das gleiche nochmal hier. Diamant. Rot, Rot und Cyan. So. Gut. Dann haben wir einmal die Kiste. Wie gesagt, da exportieren wir dann einfach und da brauchen wir einfach nur an irgendeiner Stelle Flüssigkeiten abfragen und dementsprechend dann Items exportieren. Das heißt, wir können das komplett über ein Subnetzwerk machen, was wir irgendwo fern abbauen, wo wir es nicht sehen müssen. Fertig. So. Was sogar eine Sache ist, die ich gerne aufgrund von Performance-Gründen auslagern würde. Und zwar würde ich nämlich gerne noch, dass wir uns eine Void-Dimension machen. Oder wir machen es auf die Space Station, können wir auch mal auf Space Station. Jedenfalls irgendwas, wo wir praktisch renderintensive Automatisierung hinpacken. Hier die Sachen sind eigentlich auch schon relativ renderintensiv. Also ich habe nicht unbedingt die besten FPS hier in meiner Base im Moment. Wir können das aber hier noch zum Großteil abcovern. Aber zum Beispiel Sachen, wo ich dann einen Haufen Storage-Bus brauche und einen Haufen Kabel nochmal, was jetzt nicht Lagersystem ist, sondern was mit Automatisierung ist. Das heißt, die ganze Zeit Redstone-Überprüfung an, aus und dann dementsprechend Items exportieren, importieren und was weiß ich nicht, dass wir das über einen Quantum Bridge machen, dass das praktisch in einer anderen Dimension einfach ist, dort wird es praktisch geladen und dort kann es agieren, wie es lustig ist und wir brauchen das hier nicht zu rendern alles, weil zum einen ist es Platz und zum anderen ist es Rendering und da würde ich dann zum Beispiel auch ein paar Sachen, die jetzt, weil das kann ich zum Beispiel nicht schön automatisieren. Das ist was ich definitiv wohin bauen würde, wo ich es niemals sehe. Und alle Sachen, die ich wohin baue, dass ich sie niemals sehe, die kommen in die Dimension. Beispielsweise das hier bleibt hier, weil ich das schön finde, wie die Items hier runterdroppen. Das kann man sich angucken, das ist schön. Aber
Automatisierung, wie beispielsweise hier unten unsere Milch, die könnten auf jeden Fall eine Dimension, weil hier muss ich niemals hin, die muss nicht schön sein, hier gehe ich eigentlich niemals hin, um irgendwas zu machen. Genauso im Endeffekt die Nutrient Distillation. Kann auch in eine andere Dimension, ist absolut sinnlos, dass die hier ist. Lava, absolut sinnlos, dass die hier ist. Weil ich brauche die hier nicht. Das heißt, das tun wir alles praktisch in eine andere Dimension packen. Damit kriegen wir nochmal einen Haufen Zeug los. Theoretisch auch einen Reaktor, aber nee. Den Strom brauchen wir ja hier. So. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich machen? Ich hab's vollkommen verpeilt. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier oben müssen wir Flüssigkeiten Insert haben. Und hier müssen wir einen Item Extract haben mit Round Robin, bitte. So. Und dann kann ich hier nämlich noch zwei Mengen Crucible draufpacken, theoretisch. Das heißt, hier brauche ich nicht mehr Strom eigentlich. Außer ich beschließe irgendwann mal, das Interface vielleicht nochmal einen nach oben zu setzen und nochmal Conduits nach oben durchzureichen. Und dann die Enderling-Chest in die Decke zu machen oder so. Vielleicht irgendwann. Oder ich mache es in den Boden. Ich könnte es auch in den Boden machen. Oh. Das wäre natürlich... Das wäre schön, ja. Das wäre sehr schön. Das machen wir so. Das heißt, ich brauche nochmal eine Item-Conduit. Zack. Dann kann ich den Strom mit hochziehen. Und brauche ich ja keine Flüssigkeit. Und dann kann ich theoretisch 4 Magma Crucible haben. Haha, auch wenn es eigentlich absolut Overkill ist, aber egal. Wir machen so, wie wir es können. So. Punkt. So, und zwar muss ich hier Extract Round Robin. Unten, das können wir mal ausschalten. Ist Extract Round Robin always active und hier drüben ist kein Item, ne? Nee, gut. Okay, das heißt, das Ding geht gerade hoch. Es ist eine Automatisierung hier, das ist Wahnsinn. So. Genau, Flüssigkeit geht hier oben rein und dann können wir hier nochmal den Extract machen mit Always Active auf Braun. Und hier, wir brauchen noch ein. Ach nee, Moment, Items nehmen wir gar nicht raus. Items können wir deaktivieren. Items müssen im Endeffekt nur inserted werden. Genau. Gut, Flüssigkeit, die extracten wir nur, nicht in Round Robin, sondern Always Active. Strom wollen wir noch reinbekommen. Genau, so, im Endeffekt, das sind alle unsere Konfigurationen, die wir brauchen. Die müssen wir alle die Reihe durchsetzen. Genau, so, okay. Hier brauchen wir In- und Output. Geregelt wird das also automatisch. Output brauchen wir dadurch nicht, das brauchen wir auch nicht, das ist da. Das Ding arbeitet mit 500 F pro Tick, deswegen wir brauchen auf jeden Fall die starken Converts. Theoretisch könnte er nicht mal den 4 machen, dann müssten wir nochmal eine Convert-Stufe höher gehen. Na egal. Okay. Erothium. Wir machen mal kurz 10 das davon. Sollte alles relativ schnell gehen eigentlich jetzt. Ja, super. Und dann mache ich mal 8 davon in die Kiste. Und mal kurz nur gucken, dass die Reihenfolge funktioniert. Es wird alles aufgenommen und es landet alles im Interface, was in unserem System landen sollte. Genau, wir haben jetzt 3 Eimer, wir hatten vorher nur einen. Wunderbar. Super. Und die Kiste im Boden sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Okay. Dann brauche ich theoretisch hier dann noch Cover für das ganze Zeug und ich brauche noch mehr Crucible. 2 bitte. Danke. Ist ja nicht unbedingt viel. Nö, ist nicht viel. Ist auch nicht teuer. So, dann machen wir mal das hier und dann nehme ich mal gleich das Kopiergerät. Flupp. Dann stimmen wir uns alles nämlich gleich einstellen. Und das nochmal so. Wunderbar. Wie gesagt, ich muss ja nur mal upgraden noch. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. So. Okay, und dann einmal hier pasten und pasten. Wunderbar, sie kriegen Strom, die Item-Sache ist geregelt. Das hier unten sollte... Hatte ich Round Robin eingestellt? Ich glaube ja, ne? Ja. Gut, das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal sage nochmal Pyrothium das beispielsweise. Pyrothium das ist schön billig. Brauche ich nämlich nichts herzustellen. So. Und dann packen wir mal die 20 rein. Sollten wir sehen, dass es schön verteilt wird. Genau, jedes Ding bekommt 4 rein. Super. Okay.
Dann muss natürlich noch dafür gesorgt werden, dass die Dinger natürlich schneller laufen. Das heißt, wir müssen die noch upgraden. Wie viel habe ich? Zu wenig. Ah, nochmal ein paar hiervon und nochmal ein paar hiervon. So. Wunderbar. Und damit kriegen wir jetzt praktisch dann das Ganze. Natürlich hat er hier das meiste bei Rotem reingelegt. Okay, warte. So. Okay. Und wie gesagt, wir können das Autocraften dann richtig schön aufbauen. Es wird im Endeffekt, es geht einfach nur mal hier die Linie hoch. Items gehen hier rein. Und Flüssigkeit geht hier oben raus. Wunderbar. Problem gelöst. Alles da. Klasse. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Autocrafting aufsetzen. Wofür ich wahrscheinlich eine Void-Dimension machen würde. Ich glaube, dafür habe ich sogar das Zeug. Ich habe ein Terrain Dimlet Void. Ja. Das sollte nicht das Problem sein. Mhm. Hab ich eigentlich noch... Ich hatte doch hier die Efficiency Cards oder so gemacht, ne? Hab ich aber nicht mehr hier. Ich mache folgendes. Ich mache mal die Dimension, packe ich mal mit hier rein, das Dimlet. Dann habe ich das alles zusammen. Okay. Gut, das Ding ist 100% infused schon mal. Das heißt, ich muss im Endeffekt nur noch dafür sorgen, dass wir einmal Time Absorber auf Eternal Mitternacht, nicht Mitternacht, so machen, dass wir praktisch immer hell haben in der Dimension. Und das Voids sollten ja eigentlich keine Blöcke unbedingt notwendig sein. Genau, vielleicht noch ein Biom. Das für ein Biom wäre cool. Habe ich irgendwie tolle Biome-Dimlets? Wetland, Twilight Swamp, Grassland, Meadow, Mesa Plateau, Savanne, Rainforest, Fen, Extreme Hills, Extreme Hills Edge. Wir könnten aber auch theoretisch eine Compact Machine machen. Wir könnten eine Compact Machine machen, indem wir die Automatisierung bauen. Könnten wir machen. Und theoretisch, wie gesagt, das hier ist ja das Magma Crucible Array. Und mir fällt gerade auf, ich bin bescheuert, wie nichts Gutes, weil ich habe das Ganze schon mal gemacht. Eieieiei. Oh, was habe ich denn da wieder gemacht? Ich habe den ME-Zugriff durchgereicht. Ich hab den Mister schon. Aber ich brauche theoretisch dieses Auto-Dingens, was ich da hab, nicht mehr. Nun gut. Mal gucken, vielleicht nutze ich auch das. Whoops. I think I made a whoopsie. Ist auf jeden Fall groß genug. Verdammt. Ach Mann. Ich überlege bis zum nächsten Mal, ob wir es hier rein verfrachten oder ob wir es da lassen. Ich meine, an und für sich können die es auch da lassen. Ich muss theoretisch hier rein nur dann die Automatisierung bringen, was alles praktisch in die Kiste soll. Das kann ich machen. Dann machen wir das so. Ach, so ein Mist, ey. Mann, es ist trotzdem nur eine Ein-Channel-Automatisierung, von daher ist es mir egal. Aber brauche ich hier den ganzen Mist nicht mehr, das können wir wesentlich schöner machen. Dann machen wir nämlich hier oben das weg. Machen wir das alles weg und dann machen wir hier die ganze Automatisierung im Endeffekt mit den Level-Emittern und all dem ganzen Müll. Ach, du meine Güte. Okay, gut, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Magma Crucible. Wir brauchen jetzt noch die Automatisierung dafür, dass die wirklich funktioniert. Das heißt im Endeffekt, das mit der Kiste, das werden wir in diese Void-Dimension machen, weil eigentlich brauche ich das nicht mehr, das Auto-Crafting hierfür, weil die ganzen Sachen, die im Moment automatisch da reingehen, warte, ich gehe nochmal rein. Huch. Weil wir haben ja im Endeffekt hier per Storage Bus Interface, können wir auf alles zugreifen in dieser Dimension von unserem Netzwerk. Das bedeutet, ich kann theoretisch einfach sagen, ich, mache, was wir hier haben für diese Sachen, für Redstone, Netherrack und Endstone.
Was ich ja im Moment einfach die ganze Zeit extracte, kann ich ja trotzdem machen. Und das packen wir dann praktisch in die Kiste. Das heißt, wir haben hier drin eine Enderling-Chest einfach nur stehen und wir haben ein System, welches im Endeffekt sagt, okay, wir brauchen jetzt diese Items. Exportieren. Diese Items exportieren. Und was weiß ich nicht. Einzige Problem ist natürlich, wir werden wahrscheinlich einen Überschuss generieren. Deswegen müssen die Bergman Crucible so schnell wie möglich agieren, weil ich dann nur einzeln die Items reinpacken werde. Sodass praktisch die Bergman Crucible schneller sind als das, was ich praktisch reinfülle. Weil ansonsten dann wäre ich ein Problem mit den... Ich komme nicht auf den Namen. Ich komme echt nicht auf den Namen gerade. Naja. Wie gesagt, wir können halt nicht limitieren. Wir können höchstens sagen, okay, behalte immer eins von den Dingern drin. Können wir aber bei den Mega Crucibles am Ende nicht sagen. Da würde ja die Item Conduits würden ja alles immer die ganze Zeit auffüllen. Da bräuchten wir dann Item Ducts und mit Retrievern und darauf habe ich auch keine Lust. Und ne. Wir werden es ineffizient machen, aber das ist uns egal, wir haben genug. Und wir werden dann einfach sagen, dass wir immer eine gewisse Anzahl behalten und danach einzeln exportieren. Und dadurch haben wir vielleicht mal ein Aerothion oder Pyrothion, was wir zu viel exportieren, aber das ist alles. Das sollte passen. So, jetzt aber wirklich, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen, ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, gehabt euch wohl. Ja, bis dann. Bye.